Was für ein Jubiläum! Zum ersten Mal in der Geschichte des VZI wird eine verbesserte Kommunikation bei der Zusammenarbeit mit Bauträgern mit einem Preis ausgezeichnet. Der neu ins Leben gerufene CCC Award wurde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Verbands im Wiener Kursalon vergeben. Die dazugehörige Trophäe hat die Form eines vergoldeten Erdmännchens. Das Erdmännchen ist ja Weltmeister, was das Gemeinschaftsgefühl betrifft, hat ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten. Erdmännchen sind spitze, was Konfliktmanagement betrifft, sind motivierte, innovative, schnelle und effiziente Wesen. Und das Schöne, wenn man ein Erdmännchen sieht, dann kriegt man ein Lächeln im Gesicht. Und das haben wir in unserer Branche sowieso viel zu wenig. Das hat einfach letztlich dazu geführt, dass wir das den Preis zum Erdmännchenpreis gemacht haben. Vor rund 200 Gästen wurden 4 Einzelpersonen in den Kategorien Bauherren, Architekten, Planer und Projektsteuerer, Ausführende und Sonderbeteiligte ausgezeichnet. Und das sind die Preisträger. Ich war also sehr überrascht, für mich eine Selbstverständlichkeit, die Kommunikation hochzuhalten. Und ja, aber ich freue mich so darüber und es ist für mich ein Preis für die gesamte Gruppe. Es geht um fast ein 400 Jahre altes Kloster, archäologische Grabungen von Funden, ob Säbel, ob Knochen und so weiter. Ja. Nach 20 Jahren Bauerfahrung selber als Bauingenieur habe ich jetzt den Cut gemacht, sozusagen als Selbstständiger mit Bauraum in die Kommunikations-, Kooperations-, Projekt-, Kulturbegleitung in Projekte reinzugehen. Dass es um soziale, menschliche Bedürfnisse, um Zusammenarbeit, um Teambuilding und solche Dinge geht, das ist noch sehr wenig da, dieses Bewusstsein. Und deswegen ist dieser Preis sehr, sehr wertvoll, um dem einfach mehr Gewicht zu geben. Ja. Ich bin jetzt für ein ausführendes Unternehmen tätig. Die haben oft nicht den besten Ruf und deswegen bin ich stolz darauf, dass ein ausführendes Unternehmen wie die Engie sich qualifiziert hat, dass sie so einen Preis, der für Partnerschaft und für Projektkultur steht, entgegennehmen kann. Ich freue mich wirklich. Ja, der Preis bedeutet mir sehr viel. Es ist eigentlich meine erste richtige Auszeichnung als Person und ja, ich freue mich drüber, war sehr überrascht. Das Projekt, das ich und mein Team mache, ist Open House Wien. Und da öffnen wir Gebäude, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind für jedermann. Das Projekt heißt auch Open House Wien, Architektur für alle und so ist es auch. 30 Jahre Verband der Ziviltechniker. Zeit, um die Vereinsgeschichte etwas Revue passieren zu lassen und herauszufinden, was sich in den letzten 30 Jahren grundsätzlich am Berufsbild verändert hat. Grundsätzlich haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Vor 30 Jahren war das Berufsgesetz anders, es waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen anders, es gab Gebührenordnungen, Honorarordnungen, heute gibt es das alles nichts mehr. Das heißt, der Ingenieurberuf hat sich zu einem freien Marktteilnehmer entwickelt und dieser muss sich am Markt einfach behaupten. Ich glaube, dass unsere Großvätergeneration, bei der wurde anerkannt, dass Architekten und Ingenieure ganz wesentlich die Welt verändern. In unserer Vätergeneration wurde zumindest anerkannt, dass sie im Aufbau einen wesentlichen Beitrag dazu leisten müssen. Und in unserer Generation sind Architekten zu Dekorationen von Abendveranstaltungen geworden und Ingenieure zu Berechnern von unmöglichen Dingen. Und haben enorm an gesellschaftspolitischer, politischer und bestimmender Bedeutung verloren. Die allerdings in der jungen Generation, die ich ein bisschen mithelfen darf auszubilden, sich optimistisch verändern wird.